zwei Worte. Ralf Schöppner, Lebenskundelehrer beim Humanistischen Verband, mache außerdem für die Humanistische Akademie Berlin-Brandenburg und auch für die Humanistische Akademie Deutschland einige Projekte. Darüber hinaus arbeite ich noch als freier Dozent für verschiedene Bildungseinrichtungen der politischen und beruflichen Bildung. Also wie gesagt, ich gehe jetzt weg nochmal von der grundsätzlichen Frage und gehe in die Unterrichtspraxis rein. Der Verlauf, ich mache am Anfang eine persönliche Vorbemerkung. Ich gebe dann einige Praxisbeispiele aus Ethikseminaren mit Soldaten der Bundeswehr und wir werden auch ein paar von den Methoden hier einfach mal ausprobieren. Darf ich schon mal vorwarnen? Und dann sage ich noch, was mache ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen kürzer zum LKU in der Bundeswehr, die Rahmenbedingungen, die zentrale Dienstvorschrift, da haben wir eben schon viel von gehört, das werde ich abkürzen können. Und viertens, versuche einen Ausblick zu geben, was das heißen kann, humanistische Lehrkräfte im lebenskundlichen Unterricht der Bundeswehr. Gut, ja, persönliche Vorbemerkung. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich habe 1987 den Kriegsdienst an der Waffe verweigert, Artikel 4 Absatz 3 des Grundgesetzes, habe 20 Monate Zivildienst gemacht und habe auch angefangen, in der Zeit Beratung für Kriegsdienstverweigerer zu machen. Das heißt, Kriegsdienstverweigerer, die regelmäßig an eine Beratungsstelle kommen und Hilfe brauchten dabei, wie sie ihre Kriegsdienstverweigerung durchbekommen können. Zeitgleich habe ich angefangen, beruflich staatsbürgerliche Seminare für Zivildienstleistende anzubieten und bin dann auch gefragt worden, ob ich in diesem Kontext auch politische Bildung mit Soldaten der Bundeswehr machen kann. Das war für mich natürlich erstmal etwas ganz anderes, weil ich so noch auf einer sehr, sehr anderen Schiene war vorher und habe dann angefangen, solche Seminare der politischen Bildung auch zu machen und musste die erstaunliche Erfahrung machen, für mich erstaunliche Erfahrung, dass die Soldaten tendenziell gar nicht so anders tickten als die Zivildienstleistenden beispielsweise. Dass die einen die Guten und die anderen die Bösen sind, ließ sich so nicht mehr weiter aufrechterhalten, vor allen Dingen auch in Bezug auf so grundsätzliche Lebenseinstellungen und dergleichen. Im Unterricht selbst, muss ich sagen, ist es zumeist so gewesen, meine Erfahrung mit den Soldaten der Bundeswehr, dass wir dort intensive und differenzierte Diskussionen, mit, sowohl mit Zeitsoldaten, mit Rekruten, also mit Berufssoldaten, über Krieg und Frieden, eine kritische Betrachtung ihrer Rolle als Soldat, Themen wie Rechtsextremismus und Demokratie, die dort behandelt werden konnten in einer sehr offenen und guten Atmosphäre. Nur manches Mal war sozusagen der Stuhl dann auch nicht aufgestellt, der Stuhl war zugeklappt und es gab auch solche Sachen natürlich wie Konfrontation mit ethisch-politischer Gleichgültigkeit, mit Gewaltaffinitäten oder auch Demokratieferne. Auch das habe ich in den Seminaren erlebt, muss aber sagen, grundsätzlich, und deshalb der Gesamteindruck, kann ich nur von einer gelegentlichen Ambivalenz sprechen, mein grundsätzliches persönliches Resümee ist vor allen Dingen das, Soldat gleich Krieg, das ließ sich für mich als persönliche Erfahrung nicht mehr weiter aufrechterhalten. Ich habe die Erfahrung gemacht, friedenssensible Bildungsarbeit mit Soldaten der Bundeswehr ist durchaus möglich und sinnvoll auch. Ja, das nur noch dazu, das ist glaube ich klar, ich bin bei diesen Seminaren nicht als Vertreter des Humanistischen Verbandes aufgetreten, sondern immer als freier Dozent. Und als ebenbürtiger freier Dozent erging an mich auch dann die Anfrage, ob ich Ethikseminare mit Soldaten anbieten könne. Und das habe ich dann auch zweimal gemacht. Das erste Seminar war wunschgemäß, sollte um Leben und Tod gehen, so wie es ja auch in der Dienstvorschrift als ein mögliches Thema drinsteht. Wir hatten das Thema Sterben für den anderen. War eine gewisse Herausforderung, weil die mit 40 Teilnehmern gekommen sind. Weil sie sind gekommen, das ist auch wichtig, finde ich. Dieses Ethikseminar in der Bundeswehr hat nicht in einer Liegenschaft der Bundeswehr stattgefunden, sondern in einem Tagungshaus. Fehlt auch noch ein Satz zur Dienstkleidung, was ich auch immer sehr positiv empfunden habe bei diesen Seminaren, ist, dass die Tagungsleiter der Bundeswehr in der Regel
bereit sind, sich darauf einzulassen, zu sagen, aus pädagogischen Gründen ist es eigentlich schön, wenn die Soldaten dort ohne Dienstgrad und ohne Uniform sitzen. Das erleichtert die Atmosphäre und das verbessert die Atmosphäre und ermöglicht auch eine andere Art von Diskussion und Auseinandersetzung. Und auch da habe ich die Erfahrung gemacht, meistens sind die Bundeswehr-Tagungsleiter auch damit einverstanden, dass ihre Soldaten dort in Zivilkleidung den Unterricht abhalten. Ja, Inhalte dieses Seminars damals: Leben und Sterben, Leben lassen und Sterben machen und Sterben und Dienst. Also es ist ganz wichtig bei diesen ethischen Seminaren gewesen, das immer wieder rückzubinden an die besondere berufliche, dienstliche Situation der Soldaten. Ja, das Bild sieht man schon, methodisch-didaktisch ist das natürlich eine gewisse Schwierigkeit, 40 bis 45 Soldaten und dann Ethikunterricht, ein ganzer Tag. Ethikunterricht wird man schlecht frontal, also kann man nach meiner Meinung nach nicht frontal abhalten und referieren und da muss man teilnehmeraktivierende Methoden und dergleichen einsetzen. Deshalb gab es auch eine ganz bestimmte Methodik dabei und da möchte ich ein paar Beispiele zu sagen. World Café ist etwas, was wir hier gleich auch mal, was ich Ihnen und euch zumuten möchte, gleich einfach mal auszuprobieren, wie das so ist. Ich sage schon mal ein anderes. Also wichtig war mir, diese große Gruppe auch immer wieder zu teilen in kleine, arbeitsfähige Gruppen. Dazu gehörten beispielsweise eine rollenspielartige Übung, um dieses Thema zu erarbeiten. Also ein bisschen ähnlich wie das Floß der Medusa. Das heißt, wir haben mehrere Gruppen gebildet und die Soldaten bekamen Rollen, konnten sich Rollen aussuchen, bekamen Rollen zugewiesen. Die Konstellation war, sie befinden sich auf einem Boot und das Boot sinkt fast, es muss also Ballast abgeworfen werden, nicht beliebte Konstellation. Und dann gab es Rollen wie ein langjähriger Politiker, der meint, dass er aufgrund seines Berufes die meiste Kompetenz habe, um diese Entscheidung im Boot treffen zu können. Dann gab es einen Schwimm-Olympiasieger, der ohne weiteres einige Kilometer schwimmen kann. Es gab einen berühmten Professor, der sehr bedeutsam ist und sehr viele Entdeckungen also gemacht hat. Eine Mutter von 5 Kindern, die stolz darauf ist, mit Arbeitslosengeld und Schwarzarbeit die Familie durchbringen zu können. Sehr unterschiedliche und verschiedene Rollen, die Soldaten sich dann ausgewählt haben. Und dann wurde das sozusagen inszeniert als Rollenspiel. Und interessante Erfahrung dabei, dass die Soldaten sich darauf eingelassen haben. Und natürlich gab es dann auch relativ schnell den Vorschlag, höchster Dienstgrad entscheidet. Ja, dass einer gesagt hat, ach, das müssen wir nicht diskutieren, höchster Dienstgrad entscheidet das. Aber das ist eigentlich nicht die Lösung, die sich dann durchgesetzt hat, sondern die Soldaten sind in die Diskussion eingestiegen darüber, wirklich, wer von den Personen hat jetzt mehr Wert als andere und haben dann auch ziemlich schnell übergelenkt dazu, dass man das eigentlich so nicht diskutieren kann. Dass das eigentlich so eine utilitaristische Abwägung, Nützlichkeit von Personen, dass das eigentlich die menschliche Würde verletzt und dass diese Konstellation des Rollenspiels eigentlich eine gewisse Zumutung ist. Also diese Debatten hat es dann gegeben. Ein weiterer Aspekt dazu, vielleicht noch ganz interessant, es gab auch immer mal jemanden, der dann gesagt hat, ich springe, irgendeiner muss sich ja hier opfern, dann mache ich das halt. Das war eine Art und Weise, sich diesem Thema Teilnehmer aktiviert und so weiter zu nähern. Eine andere Weise war auch Filmbeispiele. Wir haben uns Ausschnitte angeguckt aus dem Spielberg-Film James Ryan. Kennen vielleicht viele, ist ein ganz schöner Hammer. Und interessant war auch dort die Erfahrung für mich, hätte ich dachte, naja, für Soldaten ist das doch so ein Film, mein Gott, ne? Dass ich da vielleicht irgendwie schlucke oder so. Aber so war es halt gar nicht. Ne? Also auch für Soldaten ist ein Kriegsfilm eine harte Geschichte. Und insbesondere war das so, dass viele gesagt haben, das waren damals noch Rekruten, die noch nicht im Auslandseinsatz waren, Großteil, dass viele damals gesagt haben, also ja, das ist eigentlich, das kann mir auch passieren, das hängt mit meiner Rolle hier zusammen und das war mir gar nicht so klar.
Ist im Übrigen auch was, was vorher von dem Standortpfarrer mir mitgeteilt worden ist, als ein Grund, warum er dieses Thema haben wollte, weil er der Ansicht war, vielen Soldaten ist die Konsequenz ihrer Arbeit oder ist die letzte Konsequenz ihres Berufes oftmals gar nicht in aller Drastik klar. Und das haben wir dann auch so gemacht, das war nicht immer so frontal, sondern an den einzelnen Tischen. Warum sind die Tische jetzt heute auch so aufgebaut? Ich wollte das so ein bisschen simulieren. Die saßen an den einzelnen Tischen und da macht man sozusagen Murmelgruppen dazu. Das heißt jetzt nicht keine Regression und die murmeln raus und wir murmeln, sondern das sozusagen an den Tischen nach einem Filmausschnitt gemurmelt, also gesprochen, miteinander gesprochen werden konnte, erste Eindrücke zu dem, was man dort gesehen hat und dann erst im zweiten Schritt, wer wollte, konnte es dann ins Plenum tragen. Ja, ich würde eine weitere Methodik jetzt gerne auch mal ausprobieren. Muss man sich jetzt vorstellen, in einer Großgruppe mit 40 bis 50 Beteiligten, dann sind 6 oder 7 oder 8 Tische, man hat, dass man dann so eine Stunde bis anderthalb Stunden diesen Wechsel vollzieht. Es sind dann auch Thesen dabei, die, also sehr unterschiedliche Thesen, ich musste jetzt 3 auswählen, nicht? Also Thesen, die auch dann oft ein bisschen persönlicher sind. Hier war nur eine Frage ein bisschen dabei, die ein bisschen persönlicher war. Dann sind auch viele Thesen speziell zum soldatischen Dienst dabei, die habe ich jetzt auch nicht genommen natürlich. Und dann ist festzustellen in der Regel, dass die Soldaten das sehr genießen, also aus diesem großen Setting herauszukommen und an den kleinen Tischen, ähnlich so wie jetzt hier, mächtiges Gemurmel eigentlich an allen 3 Tischen, so ist das bei den Soldaten dann auch und das ist etwas, was hinterher immer dann in der Evaluation der Veranstaltung rauskommt, dass das sehr gut ankommt. Dass sie halt diese Möglichkeit haben, sich auf diese Art und Weise auszutauschen mit vielen verschiedenen. Also das kann man als eine Sache sagen, Auswertung, enorme Diskussionsfreude. Ich habe eben schon gesagt, das ist jetzt sozusagen nochmal eine Zusammenfassung, das ist mir vor allen Dingen bei der Rollenspiel, bei dieser Bootssimulation aufgefallen, bei den Soldaten eine hohe Sensibilität für Themen wie Menschenwürde und Solidarität. Natürlich auch, höchster Dienstgrad entscheidet, sich opfern für den anderen, habe ich auch schon in der Auswertung gesagt. Und auch, ja, was tun wir überhaupt? Damit meinte ich, dass vielen Soldaten in dieser Diskussion mit dem Boot auch aufgefallen ist, dass es eine merkwürdige Diskussion, die wir hier führen, dass mit Menschenwürde nicht so viel zu tun. Schock, die Grausamkeit des Krieges, hatte ich auch vorher schon gesagt, das überspringe ich jetzt. Gab dann ein weiteres Seminar, wo das Thema sehr viel ausdifferenzierter war, das hieß dann Mensch oder so, das war wieder gewünscht dann aus dem von dem Standortfahrer-Seminar hieß Mensch oder Humanressource, Menschenbilder und ihre Folgen. Und da auch methodisch viele verschiedene Sachen eingesetzt, Musik, Bilder und auch Satire. Für Satire mache ich gleich ein Beispiel auch. Auch ein Input, nicht? Ein bisschen Input zur Geschichte der Menschenbilder, angefangen in der Antike, Platon, Aristoteles, Augustinus, Kant, Hegel, bis in die Gegenwart hinein, Habermas und auch die Menschenbilder der modernen Neurowissenschaften. Da waren dann auch andere Themen mit dabei. Kann ja mal nochmal ein Beispiel sagen, was da auch noch für Themen diskutiert wurden dann. Ein weiteres Themenspektrum, zum Beispiel, hier ist es, wenn Sie die genetische Ausstattung Ihrer Kinder bestimmen könnten, welche Merkmale würden Sie bestimmen wollen?
würden Sie Ihr Kind in einer sogenannten freien Schule anmelden, wo die Kinder selbst entscheiden dürfen, ob sie an den Unterrichtsangeboten teilnehmen oder nicht? Begründen Sie Ihren Standpunkt. Also ein anderes Seminar zu Menschenbildern konnte man auch noch ganz andere Themen und Fragestellungen einbringen. Ja, eine weitere, das wollte ich erst zeigen, ja, ich lasse es mal einfach laufen. Wie gesagt, Musik, Satire war alles einsetzbar. Gucken wir uns eins mal an. Ach, nee, der Turm, wir brauchen den Turm. Das ist Satire. Ja, das ist Georg Schramm und richtig. Georg Schramm ist auch Oberst Senftleben, nicht aber Georg Schramm. Ja, nur als ein Beispiel dafür, da gibt es ja vier Folgen von jeweils 10 Minuten, das ist nur ein kleiner Ausschnitt und das geht schon bitterböse mit der Bundeswehr, mit dem Soldatenberuf, mit Krieg und Frieden, mit diesen Themen um. Und es war absolut zumutbar, in einem Seminar mit Soldaten das zu zeigen, auch mit Zeit- und Berufssoldaten und dies dort zu besprechen. Also das war ja auch ein gewisses Risiko, das einzusetzen, aber die Erfahrung war, nein, das ist also zumutbar und darüber lässt sich auch lachen und auch debattieren hinterher, was Satire darf und was sie nicht darf oder was daran richtig ist und was daran falsch ist und so weiter. Ja, eine weitere Übung, die ich in dem zweiten Seminar viel gemacht habe. Es war wichtig, dieses Ethikseminar zuzuspitzen auf den soldatischen Dienst. Eine Methode, die ich dabei eingesetzt habe, darum liegen die Karten auf dem Tisch. Jetzt braucht jeder mal 4 von diesen Karten, also 4 verschiedene Farben. Wenn jetzt schon was draufsteht, habe ich gesehen, einige haben das schon benutzt, um was draufzuschreiben, überhaupt nicht schlimm. Jeder braucht jetzt diese 4 Karten. Vier Farben. Bist du noch da? Rot, Grün, Gelb, Blau. Ja, also eine Frage mit 4 Auswahlmöglichkeiten, das war jetzt im Thema Menschenbilder, das ist auch diese Formulierung der Frage, ne? Was für ein Mensch ist der Mensch als Bundeswehrsoldat? Rot ist Krieger und Kämpfer, blau ist Staatsbürger in Uniform, grün ist Humanist und gelb ist Berufstätiger. Ja,
Jetzt darf jeder mal überlegen und entscheiden und dann die entsprechende Karte bitte einmal hochhalten. Sind doch mehrfach Nennungen? Eine Nennung bitte. Eine Nennung. Ja, eine Nennung. Möglichst eine Nennung. Jetzt normativ oder deskriptiv? Ach so, das ist klar, ja. Die kam natürlich nicht die Frage. Ich würde erst mal sagen, deskriptiv. Ja, wenn ich jetzt mal so umschaue, ich sehe viel Blau. Staatsbürger in Uniform sehe ich sehr viel. Ich sehe auch Gelb, Berufstätiger. Und ich sehe Krieger und Kämpfer auch. Humanist sehe ich nicht. Okay? Gut. Ja, also wenn man das so im Seminar mit Soldaten macht, ist es erstaunlich, dass da Humanist kam da auch nicht. Ne? Aber die anderen drei kamen auch sehr breit verteilt. Auch da haben eine relativ breite Meinungsvielfalt. Und für die Soldaten untereinander dann auch nochmal am Tisch wieder Anlass zur Debatte. Wieso hast du die Karte hochgehalten? Hätte ich ja nie von dir gedacht. Und schon gab es also wieder Diskussionen. Ähnlich vielleicht hier, können wir ja auch noch mal kurz simulieren, wie ist das Geschehen in Afghanistan korrekt zu bezeichnen? Rot ist Krieg, blau ist humanistischer Einsatz, grün ist Stabilisierungseinsatz und gelb ist Friedenseinsatz. Also bitte, wie ist es deiner, ihrer Meinung nach zu bezeichnen? Also, ich sehe rot, ich sehe alles. Also alle vier, ne, blau haben wir nicht. Blau, humanistischer Einsatz haben wir wieder nicht. Nee. Also das ist uns eine klare Gruppenposition, die eben auch, aber sonst auch sehr gemischt. Dann kommt die Frage auf, naja, es ist doch eine Mischung, zwei Karten hochhalten oder drei Karten hochhalten. Also dann steigt man am Tisch oder in der Gruppe, je nachdem wie man es ansetzt, steigt in der Großgruppe oder am Tisch steigt man dann in die Debatte darüber ein und versucht seine Antwort zu begründen und mit anderen Argumenten, die Argumente auszutauschen. Ja, könnte man jetzt weitermachen, lasse ich jetzt mal, hat der Tod der Kameraden nicht in Afghanistan einen Sinn? Ist jetzt natürlich auch eine Bundeswehr, eine Formulierung passend für die Zielgruppe, nicht? Kameraden, sagt man dort. Hat der Tod der Kameraden in Afghanistan einen Sinn? Auch solche Fragen. Und zu dem Zeitpunkt war gerade aktuell diese Debatte mit den Misshandlungen in der Bundeswehr. Misshandlungen, irgendwelche merkwürdigen Rituale. Und auch das konnte dort zum Thema gemacht werden. Die Misshandlungen unter Soldaten der Bundeswehr sind, und da mussten sie sich wieder entscheiden, seltene Einzelfälle und eine rein interne Bundeswehrangelegenheit. Sie sind öffentlich zu machen und juristisch zu verfolgen. Sie sind ein menschlicher Skandal. Sie sind nur die Spitze des Eisbergs. Und auch da gab es einen bunten Strauß von Antworten. Gut, ich möchte ein erstes Fazit ziehen aus jetzt nur aus dieser Unterrichtspraxis. Nicht, wie gesagt, ich sage jetzt nichts zu diesen ganz allgemeinen grundsätzlichen Fragen, nur ein Fazit aus der Unterrichtspraxis. Da würde ich sagen, ein offener und die sehr spezifische berufliche Rolle auch kritisch reflektierender Ethikunterricht mit Soldaten der Bundeswehr ist durchaus möglich. Ist möglich. Und meines Erachtens humanistische Werte, nämlich auch Menschenwürde, Menschenrechte, Solidarität, humanistische Werte und auch humanistische Unterrichtsprinzipien können Bestandteil dieses Unterrichts sein. Ja, schauen wir uns das nochmal an. Es war eben sehr leise, ich hoffe, man kann es gut hören. Gestern Abend ging es. Der Ton ist jetzt wieder weg. Was ist weg? Achso, gut, ich komme jetzt zum dritten Punkt, also lebensmögliche. Das war jetzt sozusagen Praxisbeispiele Ethikseminare. Dritter Punkt jetzt konkret lebenskundlicher Unterricht in der Bundeswehr und die Rahmenbedingungen. Wie gesagt, das raffe ich jetzt ein bisschen, weil der Ebeling da schon viel zu gesagt hat. Das hier als Einstieg. Männlichkeit ist das Wichtigste für mich. Mein Traum muss männlich sein. Ja, was bedeutet das für dich? Wir sind viele Männer. Zeig mir einen. Okay, pass auf.
die Lust. Jetzt mal ehrlich, würde es halt nicht so naiv, schau dich lieber mal den Typ genau an, auf dem wir stehen, der sieht gut aus, unter welchem Morgen Traum, weil wir etwas so wie Saus, bisher der Traum an der Liebe kaufen gehen, außerdem hat er Hautcremes von so einer Abdruck und Zautcremes. Oder guck mal, der Muskelwert im Unterhemd. Er hat Komplexe, der das Skill war, er nur im Hemd. Wurde gehänselt, gemobbt, hat die Schule geschwänzt und Gewichte im Fitnessstudio gestemmt. Doch vom Anabolika steht ihm nur noch das Hemd. Diagnose, der Traummann ist impotent. Märchenprinzen findet ihr im Disneyland. Echte Männer haben Fehler, so wie jeder Mensch. Was zählt ist der Charakter, nicht der Fans. Mit dem Stack was über Nacht, bevor ihr mit dem Typen fährt. Ja, können wir auch nochmal raten jetzt? Ich gebe wieder vier Möglichkeiten, von wir wissen das. Ist das rot von der katholischen Militärseelsorge? Ist das blau von der evangelischen Militärseelsorge? Ist das grün vom Zentrum für innere Führung der Bundeswehr produziert? Oder gelb vom kommunistischen Verband? Wer hat es produziert? Ich sehe blau, evangelische Militärseelsorge, ich sehe rot, katholische, ich sehe alles. Auch kommunistischer Verband. Okay. Sagst du, jetzt mal da zurück. Guck mal, dann kommt der Abspann. Ach nee, kurz hin. CEBIS, Zentrum für Zentrum für ethische Bildung in Streitkräften, im März 2010 gegründet worden als Fortbildungseinrichtung für Militärseelsorgerinnen am Institut für Theologie und Frieden in Hamburg, um die ethische Bildung der Soldatinnen und Soldaten im Rahmen des lebenkundlichen Unterrichts zu unterstützen. Es ist eine wissenschaftliche Einrichtung der katholischen Kirche in Trägerschaft der katholischen Militärseelsorge. Mag überraschen, nicht? Also haben wir an der bunten Vielfalt eben gesehen, wenn man das alles zutrauen, zumuten kann, ein solches Video zu machen, ist gemacht worden für den lebenskundlichen Unterricht. Positiv könnte man sagen, also nicht alles Geld geht in Projekte à la Limburg, sondern also auch in solche Dinge hinein. Hier steckt zum einen, glaube ich, eine große Portion Humanismus drin in diesem Video. Nicht umsonst haben wir auch gelbe Karten gesehen. Und trotzdem aber zum anderen erwächst also bei aller pädagogischen Zielgruppenorientierung auch der Verdacht oder die Befürchtung, wird hier nicht doch Religionsunterricht betrieben oder gar Missionierung, wie heute das Wort war. Ich weiß nicht, ist es aufgefallen, was die blonde Frau auf ihrem T-Shirt hatte? Jesus, ne? Also mir ist es beim ersten Mal, als ich es dir noch gar nicht aufgefallen, und erst beim zweiten Mal habe ich gedacht, ach guck mal an, Jesus auf dem T-Shirt, ist ja merkwürdig. Ne? Also da sehen wir gleichzeitig auch diesen Zwiespalt. Aber übrigens, wollte was zu CEBIS wahrscheinlich sagen. Ja, CEBIS, weil Sie jetzt die Finanzen angesprochen haben. Die katholische Militärseelsorge, die hat zwei Töpfe. Das eine ist die Pfarrer, das ist ein staatlicher Haushalt. Ja, für Militärseelsorge. Und es gibt daneben die katholische Soldatenseelsorge, das ist eine Anstalt öffentlichen Rechts, und deren Gelder kommen aus den Kirchensteuereinnahmen der katholischen Soldaten. Und dieses CEBIS wird aus diesem kirchlichen Haushalt finanziert. Also nicht aus diesem Staatshaushalt. Ah, okay. Ja, Lebenskunde in der Bundeswehr. Die entscheidende Wendung, das ist ja heute Morgen auch schon gesagt worden, Lebenskunde der Bundeswehr soll kein Religionsunterricht sein und auch keine Form der Religionsausübung. Entscheidend ist, es ist jetzt eine Doppelstunde Lebenskunde pro Monat verpflichtend für alle Dienstgradgruppen.
Wichtig ist zu sehen, dass die Lehrkraft also nicht als Vertreter einer Weltanschauung auftritt, wobei meiner Ansicht nach weltanschauliche Neutralität eine Fiktion ist. Also jeder, der auf irgendeine Weise Ethikunterricht macht, ist in einer Weise auch an Grundsätze und dergleichen gebunden. Und ich halte es immer zu, ja, so und rate da auch zu, diese Gebundenheit möglichst offen zu legen und vor dem Hintergrund dann andere, also in einem Ethikunterricht jetzt, in einem Ethikunterricht auf der Grundlage dann auch andere Positionen, andere mögliche Positionen daneben zu stellen. Aber sozusagen die Teilnehmer nie im Unklaren darüber zu lassen, wo man da selber steht. Eigene Weltanschauung offenlegen und dann pluralistischen Unterricht, kein Religionsunterricht, kein Weltanschauungsunterricht, müsste man auch sagen, ist kein Weltanschauungsunterricht und natürlich schon gar keine Missionierung. Immer jetzt vom Wortlaut der zentralen Dienstvorschrift her argumentiert. Ich denke, dass wenn dieser Unterricht nur von christlichen Geistlichen angeboten wird, dann gerade entsteht der Verdacht, hier werde doch Religionsunterricht und jetzt zwar als Pflichtfach erteilt. Und daher glaube ich, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass es hier eine, dass hier eine pluralistische Öffnung stattfindet und auch wirklich andere Lehrkräfte eingesetzt werden. Ja, gut, die Unterrichtsziele, ich glaube, Sie hatten es heute Morgen auch schon vorgelesen, vielleicht nochmal zusammengefasst. Unterrichtsziele, ethische Bildung, moralische Urteilsfähigkeit, Werteorientierung, Dialogfähigkeit, Entwicklung von Kompetenzen für eine verantwortliche Lebensführung. Das ist ein Zitat. Ja, auch diesen Verdacht gibt es natürlich schnell, wenn man so etwas liest, Ethik als Feigenblatt des Militärs. Ich denke, dass das, also wenn diese Dienstvorschrift in die Tat umgesetzt wird, dass man diesen Verdacht nicht aufrechterhalten kann. Das ist wirklich der Versuch, diese Kompetenzen beim Individuum zu fördern und auszubilden. Und wenn das ernst genommen wird, dann ist es sicherlich zu einfach zu sagen, es handelt sich hier um ein ethisches Feigenblatt fürs Militär. Auf den ersten Blick könnte man ja sagen, was ist denn da jemals der Unterschied? Aber ich glaube, das kriegt man hin. Also ethische Bildung ist einfach, dass man weiß, was gibt es an ethischen Orientierungen, Überlegungen, Methoden der Argumentation. Moralische Urteilsfähigkeit wäre dann die Fähigkeit zur Applikation, dass man also konkrete Fälle beurteilen kann, wie man weiß, feucht aus der Kenntnis sozusagen der allgemeinen Gesichtspunkte nicht zwingend, dass man auch Einzelfälle beurteilen kann. Werteorientierung wäre nochmal ein spezifischer herausgehoben, eine prinzipielle Orientierung, ob man das nun Werte nennt oder nicht. Dialogfähigkeit wäre die Fähigkeit, dieses auch dann in Dialog mit anderen artikulieren zu können. Und die Entwicklung von Kompetenzen für eine verantwortliche Lebensführung wäre dann die Fähigkeit, nicht nur das im Urteil zu applizieren, sondern auch praktisch zu leben. Das ist auch, wie man weiß, nicht einfach ein und dasselbe, sondern man kann unter Umständen das Urteil richtig fällen, aber nicht in der Lage sein, das praktisch umzusetzen. Also ich wollte das nur mal unterstützend sagen, weil auf den ersten Blick sieht das irgendwie alles so wie dasselbe aus, aber wenn man genau ist, dann kann man den Unterschied sich, glaube ich, plausibel rekonstruieren. Ja. Vielen Dank für die Ergänzung. Also der Lehrplan, so wie er ist, würde ich sagen, legt nahe, es gibt wirklich das Interesse der Bundeswehr an einer berufsethischen Qualifizierung der Soldaten. Nicht sozusagen nur eine Beruhigung nach und vor dem Gefecht, nach dem Motto, wer betet, zittert nicht. Das glaube ich also nicht, sondern hier geht es darum, wirklich eine Vorbereitung auf die vielfältigen Anforderungen. Und eben nicht nur im Gefecht, sondern die vielfältigen Anforderungen, die Soldaten in ihrem Einsatz ausgesetzt sind, dafür eine Qualifizierung zu schaffen. Ja, vielleicht noch ein Wort zu den Themenfeldern. Themenfelder Individuum und Gesellschaft, unser Menschenbild, also das ist ein Zitat aus der Dienstvorschrift. Unser Menschenbild in Einklang mit dem Grundgesetz sowie andere Menschenbilder, Identität und Toleranz, Freiheit, Gewissen und Verantwortung, Religion in Staat und Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland, Religion in Staat und Gesellschaft anderer Länder,
könnte man ergänzen, Religion und Weltanschauung könnte auch stehen. Zweitens, persönliche Lebensführung und soldatischer Dienst, Mensch, Familie und Dienst, Verantwortung übernehmen, Leben und Tod. Und als dritter großer Punkt, moralische und psychische Herausforderungen des soldatischen Dienstes, Einführung in Kultur und Religion, Ethos Weltreligion, Zugänge zur Friedens- und Konfliktethik aus dem europäischen Wertekanon. Auch da wäre sicherlich spannend, über den sozusagen den Blick zu erweitern, über Europa hinaus, denn da gibt es ja auch andere Traditionen, mit denen man sich auseinandersetzen kann, von denen man lernen kann. Einsatzbelastung, Verantwortung und Schuld. Das sieht dann so aus, dass die Hefte sind auch von der katholischen Militärseelsorge. Thema heißen die, da kann man jetzt schon sehen, dass da auch in der Art und Weise reagiert wird, dass die katholische Militärseelsorge beispielsweise sich einzelne Themen da rausgreift und dann Unterrichtshefte zu diesen Themen anbietet. Ja, wir vergessen Umgang mit Konflikten, mit belastenden Situationen und Extremsituationen. Ja, Öffnung des Unterrichts, Fragezeichen. Das hatten wir schon erwähnt in der Rede von Militärseelsorgerinnen und Militärseelsorgern und im Bedarfsfall auch von anderen berufsethisch besonders qualifizierten Lehrkräften erteilt. Hier nochmal die vier Lehrkräfte, die in einer, also die vier Qualifikationen, die genannt sind, die eingesetzt werden können. Das sind die Psychologen, das ist der Pädagoge, hoffentlich ist so einer, die Religionswissenschaftler und auch die Philosophen. Also das sind die vier Berufsgruppen, die genannt werden, die möglicherweise im LKU der Bundeswehr eingesetzt werden können. Kann man die lesen? Ich kann mal die Sprechblasen vor. Die Sprechblasen. Descartes hat mal gesagt, ich denke, also bin ich. Bin ich was? So, Fazit, ja, Frank? Da sehe ich einen Widerspruch, denn das kommt doch, denke ich, aus der Fußnote zur 104. Und da steht aber ja ganz klar, Religionswissenschaften, Philosophie, Psychologie und Rechtsphilosophie. Ja? Ja, und etc., glaube ich auch. Und etc., ja. Darauf würde ich jetzt nicht abzählen. Oh ja. Ich habe Pädagoge im Kopf und habe es auch so, aha, okay. War es in der ersten Fassung, dass da Pädagoge drin stand? Ich glaube nicht, das wäre gleich. Gut, ist ein Fehler, guter Hinweis, muss ich verbessern. Also für mich ist ein Schlüsselwort hier Bedarfsfall, denn wenn die Bundeswehr sagt, wir haben keinen Bedarf, wir haben keine Seelsorge, die das machen, dann kann der ATH von denen so viel vorschlagen, wie er will. Genau, das ist der Punkt, auch noch Öffnungsunterrichts Fragezeichen, inwiefern ist es wirklich gewollt? Darum hatte ich ja vorhin auch nochmal nachgefragt, wird das eigentlich schon gemacht? Es gibt beispielsweise keine Evaluation oder zumindest keine öffentliche Evaluation der dreijährigen Probephase. Nicht? Aus so einer Evaluation könnte man ja sehen, beispielsweise sind andere Lehrkräfte eingesetzt worden, ist das gemacht worden. Das gibt es öffentlich nicht. Darüber ich habe mal gelesen, das ist aber wahrscheinlich ein Jahr her, das hatte ich auch vorhin gesagt. Da wurde klar gesagt, es ist bisher kein anderer eingesetzt worden für den LKU als die Militärgeistlichen. Soweit ich mal Rechtswissenschaften mir angeeignet habe, ist im Bedarfsfall eine nette Formel für Ausnahme. Also eine begründete Ausnahme ist ein Bedarfsfall. Und das heißt, dass es hier ein Regel-Ausnahmeverhältnis konstruiert. Und das muss man natürlich problematisieren. Das Zweite, was ich noch ergänzen möchte, warum kommt da Philosophie und Rechtsphilosophie? Philosophie ist die Philosophie der philosophischen Fakultät, Rechtsphilosophie ist die Philosophie der juristischen Fakultät. Das ist nicht einfach ein Spezialgebiet. Das sozusagen als Unkundiger könnte man denken, Rechtsphilosophie ist das Spezialgebiet, sondern es sind einfach zwei verschieden angesiedelte Philosophietraditionen, die beide ziemlich umfassend sind. Und das ist natürlich dann schon charakteristisch, dass die juristische Fakultät mit ihrer bekannten Konformitäts- und Staatsnähe hier gewissermaßen herausgehoben wird. Denn sonst in der Öffentlichkeit spielt die Rechtsphilosophie neben der Philosophie keine Herausforderung.
ausgewogene Rolle. Aber hier wird es gemacht und das ist, denke ich, sollte man schon kritisch anmerken. Also die Frage ist, möchtest du auch? Ich habe kein Beispiel erzählt für schöne Konflikte zwischen den Ethikern, auch den Theologen zum Teil, und den Rechtsgelehrten, etwa im Zentrum Innere Führung. Die sind wirklich sehr staatsfragend. Ja, ich möchte zum zweiten Teil auch ein Fazit ziehen. Meiner Ansicht nach steckt in den Unterrichtszielen und im Lehrplan der berufsethischen Qualifizierung LKU eine gehörige Portion humanistischer Ethik, Menschenwürde, Menschenrechte, Freiheit, Verantwortung, Solidarität, auch Frieden. Und hier sollte der HVD die Bundeswehr beim Wort nehmen. Letzter Teil war gedacht, was wäre zu erwarten? Also, was wäre zu erwarten von humanistischen Lehrkräften im Lebensunterricht der Bundeswehr? Zunächst sicherlich ein authentisches Ausfüllen der humanistischen Gehalte der zentralen Dienstvorschrift. Humanismus beruht auf denselben Werten, zu denen sich auch die zentrale Dienstvorschrift bekennt. Und insbesondere vielleicht noch die humanistische Betonung von Interkulturalität und Toleranz eignet sich sicherlich sehr gut für Gruppen, die kulturell, religiös und weltanschaulich heterogen sind, wie die Gruppen, mit denen dort gearbeitet wird. Zweitens will ich zum Ausgangspunkt machen, einer humanistischen Lehrkraft eine philosophische Verantwortungsethik. Das heißt, ich gehe aus von Selbstbestimmung und Verantwortung des Einzelnen für sein Tun. Das unterscheidet sich von theologischen Ethiken, deren Ausgangspunkt zumeist nicht die Selbstbestimmung ist. Zum Beispiel in der katholischen Ethik ist ein wesentlicher Ausgangspunkt meines Erachtens vorgegebene Gesetze und Gebote. In der evangelischen Ethik ein wesentlicher Ausgangspunkt, dass es eine von Gott auferlegte, anvertraute Freiheit ist und keine selbst hervorgebrachte Freiheit ist. Das ist jetzt eine ganz holzschnittsartige Unterscheidung, die auch nicht jetzt dazu dient, zu sagen, die theologischen Ethiken sind falsch. Ich wollte nur sozusagen den Punkt markieren, wo man sagen muss, hier setzt eine philosophische Ethik an und die setzt an dem Punkt an, wo man sagt, Selbstbestimmung, Verantwortung des Einzelnen für sein Tun. Das lässt sich in den theologischen Ethiken sicherlich auch unterbringen. Muss ja auch untergebracht werden, aber vor einem ganz anderen Hintergrund, wie ich glaube. Ja, drittens, entscheidend ist für diesen Unterricht das Ziel, die Herausforderung und Förderung der individuellen ethisch-moralischen Urteilskräfte. Also das Individuum mit seinen Fragen und Entscheidungsnöten steht im Vordergrund. Das gilt sowohl in Bezug auf die Spezifik des Soldatenberufs, bei dem es eben im Ernstfall um Leben und Tod geht. Es geht darum, die Folgen des soldatischen Handelns für sich richtig einordnen und bewerten zu können. Ethische Urteilskraft, aber eben auch im Hinblick auf die gesamte Lebensführung. Und vor allem stattfinden soll eine dialogische und kritische Reflexion aller jeweiligen Pros und Kontras, die es zu drängenden ethischen Fragen gibt. Wichtig auch für eine humanistische Lehrkraft dort die Anerkennung des Pluralismus von Gewissensentscheidungen. Das kann bedeuten in Bezug auf Auslandseinsätze. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt ist, aber es war ja eigentlich immer so, die Teilnahme an Auslandseinsätzen war freiwillig. Das heißt, wenn ein Soldat sagt, ich nehme teil an dem Auslandseinsatz, oder einer sagt, ich möchte nicht daran teilnehmen, wäre das beides anzuerkennen als Gewissensentscheidung. Das ist seit längerem nicht mehr der Fall. Also bei den Rekruten war es so, ne? Ja, genau. Zu Zeiten der Wehrpflicht. Nein, zu Zeiten der Wehrpflicht hat man keine Lehrdienstleistungen, sei außer freiwillig länger dienende Wehrpflichtigen für bestimmte Dienste genommen. Aber keine Wehrpflichtigen.
Aber für die anderen Berufssoldaten war es schon Pflicht. Ja. Aber das, das Recht, aus Gewissensgründen zu verweigern, gibt es trotzdem. Es gab auch nur einzelne Fälle. Ja. Also auch der Berufssoldat kann aus Gewissensgründen verweigern, dann ist er natürlich in einer komplizierten Situation, aber er kann es. Ja. Und in diesem Unterricht wäre es ganz wichtig, dass beides als Gewissensentscheidung anerkannt und respektiert wird. Auch Gewissen und auch Glaubensentscheidungen in Bezug auf religiöse Bekenntnisse. Es ist kein Weltanschauungsunterricht, das heißt, verschiedene religiöse Bekenntnisse würden dort auch anerkannt. Wobei anerkannt jetzt nicht einfach nur heißen muss, man stellt es nebeneinander hin, der eine denkt dies, der andere das, anything goes, sondern ich würde mir eher vorstellen, einen engagierten, argumentativen Austrag, also wo man sich darüber verständigt, was sind die Argumente, die dafür sprechen, was sind die Argumente, die dafür sprechen, und sich auseinandersetzt, was nicht sozusagen die Akzeptanz der Gewissensentscheidung widerruft, sondern einfach nur kein nebeneinander her, sondern ein Miteinander diskutieren und ein argumentativer Austrag. Wichtig, Orientierung an den beruflichen Erfahrungen der Soldaten. Wichtig, glaube ich, auch, es findet dort eine humanistische Lehrkraft dort, wird keine religionskritische Zuspitzung dort machen, sondern einen religionskundlichen Zugang haben. Was wird eine humanistische Lehrkraft speziell einbringen? Das wäre sicherlich der authentische Verzicht auf religiöse Sicherheiten, Tröstungen und Sinngebungen bei der ethischen Urteilsbildung. Von einem humanistischen Standpunkt aus hat man das ja alles nicht. Und dieser Standpunkt würde auch markiert werden im Unterricht. Und eine Reihe von Fragen, glaube ich, also ich glaube, dass dadurch die berufsethische Spezifik des Soldatenberufs, die wird gerade dann nicht entschärft, wenn man auf diese religiösen Sicherheiten bei der Urteilsbildung verzichtet. Dann wird die sozusagen die Dramatik und Drastik dieses Berufs, was mit dem zusammenhängt, erst richtig deutlich. Es findet so keine Abschwächung oder gar Relativierung ethischer Fragestellungen statt. Sie können gestellt werden in ihrer ganzen Tiefe und Drastik. Es ist eine gewisse Herausforderung, glaube ich, für jeden, sich ohne solche Sicherheiten mit Themen wie Freiheit, Verantwortung, aber auch Töten und Sterben auseinanderzusetzen. Gut, wie viel mache ich da noch zu? Wir haben jetzt Viertel vor. Wir wollten ein bisschen näher machen. Ich würde mal sagen. 15 nach 20 Minuten? 20 Minuten kannst du noch warten. Ja. Na, wir wollten noch ein bisschen Zeit. Mit Diskussion. Also insofern solltest du ein wenig die Kurve. Ja, ich kriege jetzt die Kurve. Vielleicht nur, weil das eben auch auf einem, das war ja auch in, auf einem Thesenpapier, die Frage nach dem gerechten Krieg. Was wäre die ethische Basis meines Erachtens für einen lebenskundlichen Unterricht, der von einer humanistischen Lehrkraft durchgeführt würde? Verantwortung für einen gerechten Frieden. Das wäre die sozusagen grundlegende Basis. Es gibt keinen gerechten Krieg und die Theorie des gerechten Krieges sollte man ablehnen. Die Theorie vom gerechten Krieg ist im Übrigen vom Kirchenvater Augustinus in die christliche Friedensethik übernommen worden. Christliche Soldaten waren ihm vorstellbar und dadurch wurde das von Jesus ausgehende Prinzip der Gewaltfreiheit dort abgelöst. Diese Theorie vom gerechten Krieg, die ja nicht nur von dort vertreten wird, ist meines Erachtens historisch gescheitert. Ihre Schwäche ist einerseits gerechter Krieg, das passt nicht zusammen. Krieg und Gerechtigkeit, das passt überhaupt nicht zusammen. Man sollte dann jetzt versuchen, das zusammenzubringen. Und zweitens ist eine solche Theorie vom gerechten Krieg natürlich auch für missbräuchliche Anwendungen unglaublich offen, weil einen gerechten Krieg zu führen, das geht dann auch mal ganz schnell und lässt sich relativ einfach legitimieren. Eine Theorie, sozusagen, die von einem gerechten Frieden ausgeht, die ist umfassender, die ist größer. Da ist Frieden mehr als die Abwesenheit von Krieg. Frieden ist dann auch Sicherheit, Freiheit und auch Bewahrung vor Not. Man könnte sich berufen auf das Konzept der Schutzverantwortung, das 2008 auf dem UN-Gipfel diskutiert und beschlossen worden ist und wo man vorhat, das aufzunehmen in das Völkergewohnheitsrecht.
2005, Entschuldigung, nicht 2008. Die sogenannte Responsibility to Protect, und das kann ich jetzt nur anreißen, damit noch genug Zeit zur Diskussion bleibt. Die Verantwortung bezieht sich dort halt nicht nur auf irgendwelche Interventionen, sondern die Verantwortung der Staatengemeinschaft bezieht sich dort vor allen Dingen auch auf Prävention, Kriegsprävention, Konfliktprävention. Und nicht erst dann, wenn irgendwo was passiert ist, wenn irgendwo schon vielleicht Menschenrechtsverletzungen stattfinden oder sonstige Dinge, dass dann die Diskussion entsteht, hier muss interveniert werden, sondern diese Theorie setzt, oder dieses Konzept setzt viel, viel früher an. Es beinhaltet also Prävention als großen, wichtigen Bestandteil, Reaktion natürlich auch und als drittes auch einen Aspekt Wiederaufbau, Entschädigung, Versöhnung. Unterscheidet sich also komplett von einem bloßen Konzept humanitärer Intervention. Ist das mehr? Gut, vielleicht das als letzte Bemerkung dazu. Hierzu gehört zu diesem Konzept Verantwortung für einen gerechten Frieden, gehört meines Erachtens auch eine Kritik der Interessenspolitik. Es gibt ja immer die Befürchtung, und auch völlig zu Recht, die Befürchtung, nicht nur Auslandseinsätze der Bundeswehr, überhaupt militärische Interventionen und auch sogar humanitäre Interventionen, die Befürchtung, dass diese Einsätze, die im Namen von Menschenrechten und Humanität geführt werden und so legitimiert werden, dann doch nur ökonomischen oder geopolitischen Interessen dienen. Diese Befürchtung gilt es ernst zu nehmen und gerade wenn es um Prävention geht, auch darauf zu achten und ist im Übrigen auch ein brennendes Thema unter den Soldaten selbst. Ist also nicht so, dass die Soldaten da besonders scharf drauf wären, sondern unter Soldaten gibt es auch diese starke Diskussion darüber, wofür werden wir losgeschickt. Ein brennendes Thema nicht nur unter Pazifisten, sondern auch unter Soldaten selbst. Gut, das ist jetzt am Ende nur ein kurzer erster Aufriss gewesen, humanistische Lehrkräfte im LKU. Da würde sicherlich noch viel konzeptionelle Arbeit warten. Jeder Vortrag ist einmal zu Ende, dieser ist es jetzt. Vielen Dank.